Steht nicht hier. Wie lange? 30 Sekunden. Na, immerhin. Aber eben, völlig sinnlos eigentlich. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ob es was bringt später. Ich glaube nicht. Wenn es überhaupt Duration erhöht. Ja, die Zombies werden auch bald stärker, also. Nicht mehr lange. Dann können wir auch noch die Skelette beschwören und später die Spectres. So, mal die Zombies neu beschwören. Schon stark ab von Bombenschützen. Aber natürlich nicht so stark wie diese Wellenmonster. Nichts mehr. Schauen, die 10 Intelligenz. Ah, hier kommt dann der Boss in diesem Gebiet. Wir müssen den bis töten. Zombies sterben halt sofort, weil der extrem viel Blitz-Damage macht. So, aber wir haben ihn besiegt. Von weitem ist er kein Problem. Also mal einen Notfall, einen Bogen oder so. Den haben als Nahkämpfer und so etwas ist keine Probleme. Es gibt ja 2 Waffenslots. Die Zombies haben jetzt 42 Leben, schon besser. Und dadurch sterben sie halt nicht mehr so schnell. So, und Gebiet fertig. Noch nicht ganz. Nein, noch nicht ganz. Ja, es ist eher ein längeres Gebiet. Dafür hat es keine Nebenwege. Sollte eigentlich gut zum Farmen sein, aber bis jetzt habe ich noch nichts Gutes gefunden. Als vielleicht ein paar Chaos-Orbs. Das hat ja für mich keinen Wert. Ich setze die nicht ein und verkaufe die auch nicht. So. Wir schauen, ob es etwas Besseres gibt. Hier gibt es den Gürtel. Und schauen, ob es live auf Level 1. Leider gibt es nur auf Level 2, weil ich alle schon gelevelt habe. Ab Level 15. Okay.
sonst nichts mehr. Nee, leider nicht. Ja, also, Quest abgeben. Quest annehmen. Und weiter geht's. Ich nehme noch ein bisschen auf. Mal schauen, ob ich bis Brutus komme. Aber es sollte eigentlich hingehen. Es sind noch 3, 4 Gebiete. 4,5 Gebiete eigentlich. Oh shit, diese sind stark. Ja, natürlich. Wieso müssen die überall kommen? Ich hab ne Idee. Ja, und diese Feuerwölfe sind auch hier. Ich hab ne Idee. Die ist... Wir resetten dieses Gebiet nochmal und schauen, dass es Skelette jetzt gibt und nicht diese blöden 3 Gegner. So, einfach stillhalten und dann eine neue Instanz auswählen. Ja, jetzt sind Skelette hier. Aber hoffentlich nicht auch die Wölfe. Ja, die sind auch hier. Oh mein Gott. Ja toll, was soll ich jetzt dazu sagen? Da haben wir natürlich keine Chance. Ich brauche die Wölfchen. Die Wölfchen, das bin ich jetzt. Ich bin so konzentriert, dass ich Scheiße rede. Die Zombies, ich brauche einfach die Zombies. Also, auf den Segen erhoffen und nochmals betreten, damit wir auch dieses Gebiet schaffen, das der schlimmste Albtraum für die Summoner, für Neulinge. Später ist das Gebiet so einfach mit den Zombies. Rushen wir einfach durch. Mal schauen, ob es überhaupt viele gibt. Die nerven oder. So, legt euch nicht mit meinen Zombies an. Verstanden? Yeah. So geil, eine Schrift drin. Hat sich ja so gelohnt. Schön. Nächstes Intelligenz. Den Zeugs raus, bitte. Ja,
So. Und verlosten. Steigen wir wieder hoch. Weiter hoch. Weg da. Und hier, hier. Oh Mann, hat die wieder Schaden gemacht. Wieso müsst ihr immer reinspringen? Meine Zombies, die wollen doch leben. Oder und holt sein. Also wir raschen durch. Und jetzt kommt sowieso der Gegner, den ich so extrem hasse. Da ist so der Grüne. Weil die ganze Zeit spammt der Arrow. Rain of Arrow. Das nervt einfach. Ein Zombie hat noch sogar überlebt, aber wird jetzt abgeschossen. Oh, da mit Zombie. Oh. So. Und weiter geht's. Yeah. Hier hoch. Ja, Blut, das schaffen wir noch. Ja, momentan ist das Spiel, was ich am meisten spiele. Auch wenn ich extrem viel auf dem Server bin. Das ist immer noch das meistgespielt. Das kann man perfekt spielen, wenn man gerade im Hochladen ist, weil es nicht sehr viel Ressourcenverbrauch vom PC. Also vor allem RAM und Internetleistung braucht es fast gar nicht. Und deshalb ist es gut, nebenbei laufen. Wenn ich jetzt Video hochlade und Minecraft spiele, dann Java hat so extreme Probleme mit so wenig RAM. Das ruckelt dann unaufhörlich auch mit Optifine und so zusammen. Weil einfach das Hochladen so extrem viel Internetleistung frisst. Wir in der Schweiz leider kein besseres haben als 23.000.